Verleihung des Deutschen Kleinkunstpreises im Unterhaus Mainz kommt einem Ritterschlag gleich. Er ist eine der renommiertesten Auszeichnungen für Künstler in den Sparten Kabarett, Lied und Chanson und Kleinkunst. Seit 1972 wird er im Unterhaus Mainz vergeben. Erster Preisträger war Hans-Dieter Hüsch. Die Preisträger 2012 heißen Max Uthoff, Martin Oh, Marc-Uwe Kling, Christine Braillon und Georg Schramm. Sie erhalten je 5000 Euro und eine Nachbildung von Hans-Dieter Hüschs Arche Nova-Glocke, mit der die Vorstellungen im Unterhaus eingeläutet werden. Herzlichen Glückwunsch erstmal zur Auszeichnung. Was bedeutet sie für Sie? Auch schwierig. Was bedeuten Auszeichnungen? Es freut mich einfach. Es freut mich, ich reihe das aber nicht ein. Also wo befinde ich mich oder dergleichen? Ich habe keine Karriereplanung, deswegen freue ich mich einfach, bin verwirrt und nehme die Glocke und nehme das Preisgeld, weil ich habe es schon ausgegeben. Wofür haben Sie es denn ausgegeben? Neues Parkett. Auch der Kabarettist ist ja bodenständig. Und der Boden muss anständig sein, auf dem er bodenständig steht. Und deswegen, man glaubt ja nicht, was das kostet. Sehr sensationell. Es ist jetzt um 10 Jahre her, da hat Ursus und Adeschkin, das sind auch Schweizer Künstler, haben diesen Preis gewonnen. Und 10 Jahre später kommt der nächste Schweizer und das ist Martin Oh. Und das ist mir für die Schweiz eine Ehre. Internet online. Woher nehmen Sie Ihre Ideen? Hier so unter dem Frontallappen, da ist so das nennt man auditorischer Kortex und da ist so eine Windung und dann im Sektor 5b. Kennen Sie Deutschland? Im Süden die Berge, im Norden das Meer und dazwischen Teer. So, das war das Gedicht. Ich rezitiere eine Strophe aus Mario Barths gesammelten Werken. Männer sind primitiv, aber glücklich. Pass auf, pass auf, pass auf. Das ist so geil, echt Bohr, echt Hammer. Kein Witz, nee, echt, eine wahre Geschichte. Pass auf, pass auf, pass auf. Ich bin gerne unterhalten einerseits, aber auf der anderen Seite auch gerne verstört, wenn ich etwas sehe. Ich lasse mich gerne mitreißen und die Welt von einem anderen Blickwinkel aus betrachten. Und wenn das passiert an einem Abend, dann bin ich glücklich. Und ich hoffe, dass das einigen Zuschauern von mir auch so geht an meinem Abend. Den seit 2008 vergebenen Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz zum Deutschen Kleinkunstpreis 2012 erhält Georg Schramm.